Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Elena De Giovinazzo. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Buchautorin zum Thema Narzissmus. In diesem Video werde ich etwas vorlesen aus dem Buch Persönlichkeitsstörungen verstehen zum Umgang mit schwierigen Klienten von dem Herrn Rainer Sachse. Ich kann das Buch jedem empfehlen, der mit Menschen arbeitet, als Therapeut oder als Pfleger oder in anderen Kontexten mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen oder auch jedem, der einen Angehörigen hat, vielleicht auch einen Partner, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Und da ich viel das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung behandle, möchte ich bei dieser Gelegenheit noch ein weiteres Buch empfehlen. Wer mit Narzissten arbeitet, kann ich das Buch empfehlen, Klärungsorientierte Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, auch wieder von dem Herrn Rainer Sachse und Maike Sachse und Jana Fassbender. Da gibt es mehrere Autoren bei diesem Buch. Ich habe Kontakt aufgenommen zu dem Herrn Rainer Sachse und ihn gefragt, ob ich ein paar Seiten, die ich wichtig fand, zu teilen, aufzeichnen darf. Und er hat mir die Erlaubnis gegeben. Und dann würde ich jetzt einfach mal was vorlesen zu dem Thema, warum die Klienten sich nicht als Teil des Problems sehen können für ihre Umstände, in denen sie stecken. Und auch noch was zum Thema Ich-Syntonie und warum diese Menschen keine Änderungsmotivation haben. Ich-Syntonie, wie Klienten ihre Erfahrungen verinnerlichen. Persönlichkeitsstörungen sind Ich-Synton. Ich-Synton bedeutet, dass Personen die Lösungen, die sie für die ungünstigen Interaktionssituationen in ihrer Biografie gefunden haben, also die Schemata und Strategien, als Teil ihrer Person ansehen, als zu sich gehörig und nicht als ich-fremd, in Klammern Ich-Dyston. Das ist auch nachvollziehbar. Weil die Schemata Schlussfolgerungen aus Erfahrungen sind, werden sie von den Personen als zutreffend, richtig, korrekt wahrgenommen. Hat eine Person aus den Erfahrungen mit wichtigen Interaktionspartnern zum Beispiel den Schluss gezogen, ich bin nicht wichtig, dann erscheint ihr diese Schlussfolgerung zwingend, plausibel und wahr. Sie wird nicht im Mindesten in Zweifel gezogen. Die manipulativen Strategien, die der Klient gezwungenermaßen gelernt hat, haben sich organisch aus der Situation abgeleitet, sind der Person plausibel erschienen und werden daher ebenfalls als geradezu zwingend notwendig erachtet. Möglicherweise waren sie das in der Biografie auch tatsächlich. Diese Person sieht ihre Strategien als eine natürliche Reaktion an. Sie erkennt die Strategien auch nicht als manipulativ. Die Strategie ist notwendig, denn ohne sie geht es für diese Person nicht. Die Aspekte der Persönlichkeitsstörung selbst erzeugen deshalb aber bei dieser Person auch keinerlei Störgefühle. Klienten mit Persönlichkeitsstörung haben keinen Anlass, die Schemata oder Strategien als nicht zu sich gehörig zu empfinden, anders als zum Beispiel Klienten, die Ängste oder Zwänge aufweisen. Diese empfinden die Ängste als störend, behindernd und die Zwänge als fremd, unverständlich, nicht nachvollziehbar. Klienten mit Persönlichkeitsstörungen empfinden aber sowohl ihre Schemata als auch ihre Strategien als in hohem Maße nachvollziehbar. Selbst wenn sie die Schemata als negativ wahrnehmen, sehen sie diese doch als gültig und zutreffend an. Ein Schema von »Ich bin nicht wichtig« ist keineswegs angenehm und fühlt sich auch nicht gut an, aber es ist nach Ansicht der betroffenen Person zutreffend. Nicht wichtig zu sein, ist ein Teil der eigenen Identität. Nächste Überschrift. Repräsentation. Warum Klienten sich nicht als Teil des Problems sehen können. Natürlich haben die Handlungen der Person hohe Kosten. Interaktionspartner reagieren langfristig genervt und wenden sich ab. Die Person ruiniert durch ihr Verhalten ihre Gesundheit. Es bilden sich weitere psychische Probleme wie Ängste oder Depressionen aus. Diese Kosten nimmt die Person zwar wahr, aber sie nimmt nicht wahr, dass sie selbst diese Kosten erzeugt. Sie nimmt nicht wahr, dass die Kosten Folgen ihrer Schemata und Strategien sind. Sie geht nicht davon aus, dass ihr Verhalten Probleme erzeugen könnte. Das ist nicht verwunderlich, weil ihr Verhalten zuerst meist positive Konsequenzen hat.
Die Interaktionspartner lassen sich zunächst manipulieren und reagieren komplementär. Die Person muss also extreme Schwierigkeiten haben, um zu erkennen, dass ihr Verhalten langfristig Probleme erzeugt. Eine Person mit Persönlichkeitsstörungen kann ihr eigenes Verhalten so gut wie gar nicht als problemdeterminierend wahrnehmen. Sie geht vielmehr konsequenterweise davon aus, dass die Kosten andere Ursachen haben, auf die Partner zurückgehen oder auf die Lebensumstände. Somit veranlassen nicht einmal hohe Kosten die Person dazu, wahrzunehmen, dass ihr System ungünstig sei oder dass sie selbst ein Teil des Problems sein könnte. Trotz hoher Kosten bleibt das System ich-synton. Da immer erst positive Effekte eintreten, fühlen die Personen sich zuerst einmal in ihrem Verhalten bestätigt. Eine Person mit ausgeprägtem Persönlichkeitsstil oder mit einer Persönlichkeitsstörung gewinnt zwangsläufig zunächst den Eindruck, sich richtig zu verhalten, denn sie bekommt auf ihr Verhalten ja zuerst positive und verstärkende Rückmeldungen. Treten dann unangenehme Konsequenzen ein, ist es völlig naheliegend, diese den Interaktionspartnern zuzuschreiben. Oder, je nach Persönlichkeitsstörung, die Person nimmt an, dass die negativen Schemata stimmen, weil die negativen Reaktionen der Partner das Schema bestätigen. Die logische Schlussfolgerung ist dann, dass ich jetzt vom Partner abgelehnt werde, liegt daran, dass ich nicht wichtig bin und dass man in Beziehungen ohnehin nicht respektiert wird. Keinesfalls ist es naheliegend, die späten Kosten jetzt noch auf das eigene Handeln zurückzuführen. Das Verhalten war ja offensichtlich richtig. Wie könnte es nun falsch sein? Es ist daher ganz unwahrscheinlich, dass eine Person mit einem solchen Schema die späten negativen Folgen auf ihr Verhalten zurückführt und denkt, ich mache wohl etwas falsch, ich müsste mal darüber nachdenken, ob ich etwas getan habe, um den anderen zu verärgern. Diese Konstruktion hat noch eine sehr unangenehme Konsequenz. Die Person lernt nicht aus Kosten oder aus negativem Feedback. Sie macht ständig negative Erfahrungen, aber diese führen nicht dazu, dass sie ihre Schemata oder Strategien revidiert. Ja, sie führen nicht einmal dazu, die Person dazu zu veranlassen, über ihre Schemata oder Strategien nachzudenken. Was immer auch passiert und was immer auch schief geht, die Person wird sich nie veranlasst fühlen, ihr System zu revidieren. Weil das System ich-synton ist, haben diese Personen bezüglich ihrer Schemata und Strategien kein Störungsgefühl. Personen mit Persönlichkeitsstörungen haben entweder gar keine oder nur eine geringe Repräsentation davon, dass sie ein Teil des Problems sind. Keine Repräsentation von einem Problem zu haben, bedeutet, das Problem nicht als Problem erkennen zu können. Damit ist das System immunisiert. Auch diese hohe Resistenz gegenüber Erkenntnissen aus Erfahrungen hat früher dazu geführt, das Problem als Persönlichkeitsstörung zu definieren. Es ist sehr wichtig, dass Therapeuten die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, verstehen. So kann ein Klient mit einer histrionischen Störung immer wieder jammern und klagen, weil er das als Strategie gelernt hat. Er tut dies auch dann, wenn seine Strategie gar keine positiven Konsequenzen hat, weil er nämlich keine Alternative dazu hat. Deshalb kann er auch nicht sehen, dass er sein System verändern, dass er seine Strategien kritisch hinterfragen muss. Und er nimmt vom Therapeuten auch zunächst keine Ratschläge an, weil er gar keine will und auch keine zu brauchen scheint und weigert sich, seine Anteile an dem Problem zu sehen. Der Klient sendet eine Doppelbotschaft. Zum einen jammert er und macht deutlich, dass er Hilfe braucht und gleichzeitig nimmt er aber die vom Therapeuten angebotene Hilfe nicht an. Therapeuten sollten wissen, dass Personen mit Persönlichkeitsstörungen Doppelbotschaften senden, weil ihnen dies zwingend erscheint und sie sich keine Alternative vorstellen können. Dieses Verhalten ist ein Teil der Störung und muss vom Therapeuten verstanden und durch andere neue Strategien aufgelöst werden. Eine Person mit Persönlichkeitsstörungen führt immer und immer wieder ihre dysfunktionalen interaktionellen Strategien aus, die immer wieder dazu führen, dass sich Interaktionspartner zunächst einmal komplementär verhalten. Interaktionspartner reagieren zum Beispiel auf Ängste und Schmerzen zugewandt und geben der Person Aufmerksamkeit. Mit der Zeit aber haben die Partner das Gefühl, zu kurz zu kommen, ausgebeutet zu werden, selbst von der Beziehung zu wenig zu bekommen. Dann reagieren sie ärgerlich, mit Druck oder ziehen sich zurück. Die Beziehung scheitert. Statt dass
sich immer wiederholende Sche Nochmal. Statt das sich immer wiederholende Scheitern als Signal zu sehen, dass sie etwas falsch macht, interpretiert die Person das Scheitern hartnäckig als Fehler des Partners. Sie nimmt die Signale nicht zum Anlass zu prüfen, ob sie selbst vielleicht etwas ändern sollte. Weil sie dies hartnäckig ablehnt, lernt sie auch nicht aus Erfahrungen, macht dieselben Fehler immer und immer wieder. Gewissermaßen sitzt sie in einer Falle, aus der sie in der Regel nicht ohne Hilfe herauskommt. Therapeuten müssen deshalb Geduld und Nachsicht üben. Sie sollten versuchen, den Klienten zu verstehen und ihm langsam die Möglichkeit geben, sein Verhalten zu sehen, damit dieser dann selbst die Entscheidung treffen kann, etwas zu ändern. Druck auf den Klienten auszuüben, bewirkt nur Gegendruck, Reaktanz. Der Klient reagiert darauf lediglich bockig. Eine Psychotherapie ist für diese Klienten besonders wichtig, weil ihre Umfeld und Alltagserfahrungen nicht dazu führen, dass sie ihr Verhalten revidieren. Die einzige Möglichkeit, die Störung zu verändern, besteht darin, dass Therapeuten und therapeutische Bezugspersonen diese Klienten besondere Erfahrungen vermitteln, mit deren Hilfe sie langsam ihre Strukturen modifizieren können. Die vermittelnden Erfahrungen müssen jedoch sehr gezielt, sehr spezifisch sein, um die Klienten überhaupt zu erreichen. Sie müssen von Personen realisiert werden, die besonders geschult sind und eine spezielle Art von Beziehung zu dem Klienten aufnehmen können. Die erste Aufgabe des Therapeuten ist also, zusammen mit seinem Klienten ein Problembewusstsein zu schaffen und eine Problemdefinition zu erarbeiten. Und dies ist eine wesentliche Aufgabe für alle, die mit diesem Klienten zu tun haben. Therapeuten müssen vorsichtig und unabhängig, nein, sie, nochmal. Therapeuten müssen vorsichtig und abhängig davon, wie gut ihre Beziehung zum Klienten ist, immer wieder auf die Kosten des Klienten aufmerksam machen. Dem Klienten also immer wieder deutlich machen, dass er diese Kosten eigentlich nicht will, dass sie unangenehm und störend sind. Vor allem aber müssen sie dem Klienten immer wieder deutlich machen, dass er diese Kosten selbst erzeugt und dass seine Überzeugungen, Ziele und Handlungen letztlich zu diesen Kosten führen. Das bedeutet aber, Therapeuten müssen Klienten mit Kosten und damit, dass sie ihre Kosten selbst erzeugen, konfrontieren. Einen Klienten zu konfrontieren heißt, ihn auf etwas aufmerksam machen, was er selbst noch nicht erkennt oder was er nicht erkennen möchte. Konfrontative Interventionen sind für den Klienten unangenehm und belasten die Beziehung zum Therapeuten. Aus diesem Grunde darf ein Therapeut solche konfrontativen Interventionen immer erst dann realisieren, wenn er eine entsprechende tragfähige Beziehung zum Klienten aufgebaut hat, wenn er also genügend Beziehungskredit hat. Jetzt würde ich noch einen kleinen Teil aus der Überschrift geringe Änderungsmotivation als logische Konsequenz verstehen, aus diesem Absatz. Und genau. Wenn Klienten kein Problembewusstsein haben und alle Kosten äußeren Faktoren zuschreiben, also external attribuieren, dann bedeutet das auch, dass sie im Hinblick auf ihr System keinerlei Änderungsmotivation aufweisen. Wer nicht wahrnimmt, dass er selbst ein Teil des Problems ist, dass er selbst Kosten verursacht, dass das eigene Handeln Ursache von Problemen ist, der sieht auch keinen Grund, das eigene Handeln zu ändern. Es fehlt die Motivation, darüber nachzudenken, was der eigene Anteil an den Interaktionsproblemen ist, welche Aspekte des eigenen Systems, der eigenen Schemata und Strategien zu den Problemen beitragen und was geändert werden müsste und könnte, um das Problem zu lösen und die Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grund sind Klienten mit Persönlichkeitsstörungen zu Therapiebeginn oft kaum änderungsmotiviert. Das war's schon für dieses Video. Ich hoffe, dieser Auszug, den ich vorgelesen habe, hat zu ein bisschen mehr Klarheit geführt, ein bisschen mehr Verständnis gebracht für Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage liebe Grüße aus Hamburg. Es ist nicht alles, wie es scheint. Das musste auch Mary lernen. Erst war es die perfekte Freundschaft, später die perfekte Beziehung. Dann erste Zweifel. Doch es war zu spät. Sie war gefangen in den Ketten eines Seelenmörders. Lügen, Manipulation, Demütigung, Verlust der Orientierung, Hilflosigkeit.
Dieses Buch beschreibt den schwierigen Weg einer jungen Frau aus den Fängen eines Narzissten. Mary hat sich gerade erst von ihrem narzisstischen Freund getrennt. Eine der schwersten psychischen Herausforderungen, der sich die menschliche Seele stellen kann. Nach diesem schweren seelischen Missbrauch ist ihr Blick für solche Menschen geschärft und sie muss erkennen, dass sie nicht zufällig das Opfer eines Narzissten wurde. Denn auch in ihrer Familie scheint es welche zu geben.